In diesem Video sprechen wir darüber, wie du den Stoff, den du entweder für die Klausuren, die nach den Corona-Ferien noch anstehen, oder für deine Abiturprüfungen brauchst, wie du den alleine ohne fremde Hilfe, das heißt ohne dass ihr Lehrer oder wer auch immer erklärt, dir bestmöglich selbst beibringst. Willkommen zurück, Oberstufenschüler, hier ist Leo Eckel, der Abiturcoach, und heute sprechen wir darüber, wie du eben den Stoff, wenn du jetzt eben nicht mehr zur Schule gehen kannst und du ihn dir selbst beibringen musst, wie du das alleine am besten schaffst. Ja? Und dafür gibt es drei ganz konkrete Tipps, die ich dir heute mit auf den Weg geben möchte. Ja? Der allererste Tipp ist erstmal, dass wenn du nicht genau weißt, was kommt dran, du keine vernünftige Grundlage vom Gefühl hast, dann vertrau einfach mal darauf, einfach nur genau das zu lernen, was ihr im Unterricht besprochen habt. Ja, weil solange ihr jetzt keinen Lehrer, der ein kompletter Totalausfall ist, ja, habt, ist es ohnehin so, dass der Lehrer ja den Unterricht nach dem Lehrplan gestaltet hat. Und auch die Klausuren, die danach stattfinden, oder auch die Abi-Prüfungen, die in diesem Jahr ja wahrscheinlich doch noch geschrieben werden, auch die basieren ja genau auf diesem Lehrplan. Ja, und solange du dich einfach genau daran hältst, machst du es auch genau richtig. Ich habe das selbst von mir in der Oberstufe auch immer so gemacht. Bin erst mit der Zeit, weil es mir selbst ja auch niemand erklärt hat, selbst auch erst drauf gekommen, dass, sag ich mal, es gar nicht so viel mehr geben kann und dass man überhaupt auch noch mehr lernen könnte. Ja, sondern ich habe irgendwann, bin einfach immer davon ausgegangen, intuitiv, naja, die Lehrer besprechen halt das mit uns, was wir hinten raus auch brauchen. Ja, was glücklicherweise eben auch oftmals so der Fall war. Deswegen, wenn du dir unsicher bist, was brauche ich alles, im Zweifelsfall einfach nur das lernen, was im Unterricht gemacht worden ist. Das ist erstmal das Wesentliche. Natürlich kann es sein, dass du, um besonders gute Noten zu haben oder wenn dein Lehrer wirklich nicht sonderlich gut war, dass du dann an gewissen Stellen kompensieren musst oder eben noch ein bisschen was dazulernen musst. Aber ansonsten ist es das in der Regel eigentlich wirklich. Dann als zweiter Tipp, gib nicht auf. Ja, weil das ist ein ganz entscheidender Punkt. Gerade wenn man, sag ich mal, was sich selbst beibringt, ist es nun mal so, dass in dem Moment, wo du nicht weiter lernst, auch kein Lernfortschritt passiert. Ja, das ist anders als im Unterricht. Wenn du da einfach da sitzt und mal kurz was nicht checkst, kurz frustriert bist und kurz 5 Minuten aus dem Fenster rausschaust und dann einfach über irgendwas anderes nachdenkst und dann auf einmal wieder, wieder zurück zum Unterricht kehrst, dann ist der Unterricht trotzdem fortgelaufen. Vielleicht hat jemand noch mal eine Frage gestellt und der Lehrer hat es nochmal neu beantwortet, der Lehrer hat was anderes erklärt, auf einmal machst du dich Klick und du verstehst es wieder. Ja? Oder du merkst, okay, es geht weiter, ich muss jetzt dranbleiben, ich muss jetzt nachvollziehen, weil sonst komme ich gar nicht mehr hinterher. Ja? Das ist halt genau dieser Effekt, der jetzt gerade wegfällt. Ja? Das heißt, mach dir eine Sache bewusst, das sage ich auch zu unseren Coaching-Teilnehmern immer und immer wieder. Es ist vollkommen normal, wenn du eine Aufgabe, ein Fach, ein Themengebiet im ersten Moment mal nicht verstehst. Auch im zweiten Moment, auch im dritten Moment, auch im vierten Moment. Ja? Wir sind in der Oberstufe, viele von euch in der Abiturvorbereitung. Es ist vollkommen normal, dass du manche Dinge einfach nicht verstehst. Ja? Aber nur weil du es im ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, meinetwegen sogar siebten Versuch nicht verstanden hast, ist das kein Grund zu sagen, dass du dieses Fach nicht kannst. Ja? Du bist auch nicht in deinem Leben, als du, keine Ahnung, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jahre alt warst, auf irgendein Fahrrad gestiegen und bist sofort perfekt losgeradelt. Nee, dich hat es dreimal, hingehauen, du hast dir viermal die, keine Ahnung, beide Knie aufgestürft. Und dann hat halt irgendwann funktioniert. Ja, und genauso ist das auch jetzt mit dem Lernen. Deswegen verzag da nicht. Ja, das ist ganz, ganz entscheidend, dass du einfach trotzdem dran bleibst, weil nur so kannst du eben auch den entsprechenden Lernfortschritt machen. Und als dritter entscheidender Punkt, setz dich mit Lernstrategien auseinander. Ja, weil nur wenn du dich mit Lernstrategien auseinandersetzt, nur dann kann es wirklich funktionieren. Warum? Ganz einfach. Es gibt halt verschiedene Art und Weisen, wie man lernen kann. Es gibt für jedes Fach unterschiedliche Lernstrategien. Manche von euch haben ja noch gar keine Lernstrategie. Man liest die Sachen einfach nur immer wieder durch. Man lernt auswendig. Das ist natürlich was, wo gerade, wenn du jetzt viel Stoffvolumen hast, einfach weil viele Klausuren nach den Corona-Ferien anstehen oder du jetzt einfach auch dich auf die Abiturprüfung vorbereitest, das ist vollkommen normal, dass es da nicht funktionieren kann, ja, weil es einfach zu viel ist. Ja, deswegen habe ich da auf YouTube auch schon 1, 2 Videos dazu gemacht, könnt ihr euch gerne auch anschauen, wie ihr das Ganze wirklich halt eben auch konkret umsetzen könnt. Und da gehen wir zum Beispiel bei uns im Coach natürlich auch noch viel mehr ins Detail rein. Ja, das heißt, wenn du gerade das Gefühl hast, boah, gerade bei den Lernstrategien, da komme ich nicht so richtig voran, das ist auch wichtig zu verstehen, was für ein Lerntyp bin ich, ist eine sehr individuelle Sache. Ja, dafür sind wir gerne für dich auch im Coaching da, aber sei dir da auch einfach bewusst, dass du auch grundsätzlich dir einfach mal überlegst, hey,
wie sieht das denn konkret bei mir aus? Lerne ich überhaupt effektiv? Wie lerne ich überhaupt? Was ist meine Strategie? Setz dich damit auseinander. Ja, weil wenn dir was erklärt wird, musst du selbst nicht so viel darüber nachdenken. Aber wenn du jetzt in der Eigenverantwortung bist, das wirklich auch zu lernen, ja, dann ist es einfach super entscheidend, dass du weißt, okay, wie lerne ich denn jetzt gerade am effektivsten? Ja, wie gesagt, dafür auf jeden Fall gibt es im Internet einige Dinge, natürlich auch auf YouTube von mir gute Videos. Und wenn du da eben auch noch tiefer reingehen willst und da eben auch individualisiert und personalisiert auf dich zugeschnitten die richtige Lernstrategie haben möchtest, dann kannst du dich eben sehr gerne auch bei uns auf unser Abitur-Coaching bewerben, wo wir dich eben persönlich betreuen und wo wir eben auch schauen, dass du eben den maximalen Lernerfolg hast, gerade jetzt auch in dieser mental etwas schwierigeren Zeit. Wenn du darauf Lust hast, klick gerne auf den ersten Link in der YouTube-Beschreibung, da kannst du dich einfach auf unser Coaching bewerben oder du klickst auf den ersten Link im angepinnten Kommentar, ja, da kannst du dich eben auch bewerben und dann kann mein Team schauen, ob und vor allem, wie wir dir dann auch konkret weiterhelfen können. In diesem Sinne, denkt dran, ich glaube an euch, wir sehen uns im nächsten Video, euer Leo.